Willkommen zurück zu Dark Souls. Das letzte Mal haben wir Pinwheel besiegt gehabt und jetzt sind wir wieder in Anolondo zurück und ich will jetzt Ornstein und Smona nicht besiegen, denn ich habe hier noch etwas vor, nämlich das hier und drückt mir die Daumen. Drückt sie mir einfach. Oh, ich habe so Schiss. Ich habe so Schiss davor. Bisher habe ich ihn zwar immer besiegt gehabt, aber ich bin immer durch seine Kollegen draufgegangen. Also, ich hab es ja noch nie geschafft, diesen Kampf erfolgreich zu überstehen. Ich hoffe, das wird jetzt diesmal anders. Ich hoffe so sehr, das wird anders. Und ich habe gehört, das piepst bei der Spülmaschine nicht. Ja, gut. Was zum... Trifft das jetzt? Alter! Stimmt mit den Pfeilen nicht! Hier, ich ziel dir auf den Sack! So, wenn ich dich treff... Hier, kleiner Merlin! You. Hä? So! Danke! Hallo. Ich wollte gerade sagen, krieg ich dann auch nur den Kleinen? Oh, so, so. Nein! Der ging ja am meisten auf die Piss. Stirb! Danke! Oh, alte Schwedenscheiße. Eine Person weniger, eine Person weniger, eine Person weniger. Ich mach das richtig männlich und fliehe erstmal. Ich habe die ganze Arena zur Verfügung. Ich muss die auch nutzen. Und die irgendwie trennen. Irgendwie muss ich die trennen. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Hey, ich kann... Aha! Was willst du tun, Biatch? Ja, genau, ja, ja, hier, da, ja, so, 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 hä? So hört man nicht gehört. Ganz ehrlich, ich setze 31 Menschlichkeit ein, wenn das sein muss. Das ist mir so scheißegal. Hallo, Bild. Huhu. Hallo, danke. Hallo, danke. Wo ist dein verficktes Problem? Ich lasse es nicht auf mir sitzen, dass ich diesen scheiß Magier besiegt habe. Nee, 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 nee. Ganz ehrlich, ich habe Zeit. Ich bringe da auch Zeit mit. Oh, der rennt verfickt schnell, dieser kleine Dude. Dieser kleine Hans-Peter Wolf rennt verfickt schnell. So und so. Und erstmal. Aha! Ihr seid zu blöd, euch zu heilen. Du kleiner Speerscheißer, kannst mich mal an meine Metallarsch lecken. Aber ganz ehrlich, ich werde das sowas von aussitzen. Sowas von aussitzen. Es gibt ja kein Zeitlimit, oder? Ich wüsste nicht von einem Zeitlimit. Ich weiß auch nicht, ob die Mikrofonposition gerade so ideal ist. Ich nehme gerade so verfickt spontan auf und ganz ehrlich, leck mich! Oh, ich feiere das gerade so hart. Yes! Oh, fuck, fuck, fuck. Komm her! Und du, kleiner Hans Peter! Yes! Oh, fuck! Ich weiß, es ist ein richtig... Oh, fuck, oh, fuck! Ich weiß, ich stelle mich gerade richtig behindert an, aber ich hab so Schiss davor. Ich will dir nicht verlieren. Oh, fuck, das muss ich. Theoretisch hätte er mich gleich tot. Deswegen, ich muss hier aufpassen. Ich muss hier aufpassen. So, jetzt komm mal her. Komm mal her, du kleiner Hans-Peter, wo bist du? Komm her. Yes! Hallo! Ey, ich will dich, Bastard, noch besiegen! Egal, egal. Was? Ah, war spannend. Okay. Ah, Mann. Okay. Hätten wir das geschafft. Es gibt eine Sache noch, die ich erledigt haben will, bevor ich zu Ornstein und Smogey. Oh, das ist
ein Gebiet, das wir noch clearen wollen. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Jo. Das ist behindert. So, willkommen hier unten bei den ganzen Harfensängern. Und? Ja, wir wollen uns jetzt auch so langsam durch die durchkämpfen, denn ihr... Ah ja, cool, das Spiel hat Warframe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber... Real Talk und so. Aber wir wollen uns jetzt Stück für Stück hier aufmachen und alle langsam... Ganz ehrlich, ich muss mich an die Pfeilphysik hier gewöhnen. So, ja. Es ist bei Dark Souls 2 alles ein bisschen anders. Ich spiele gerade so viel Dark Souls 2, dass ich die Steuerung irgendwie mehr gewohnt bin als die Dark Souls 1 Steuerung. Boah. Verurteilt mich doch dafür. So, hier, stirb mal, du kleiner Hanswurst, du elendiger. Tschüss. Tschüss. Danke. Ju, dann komm. So, hier, da, haben. Ups. Guck hier da so. Ups. Hey. Hallo. Ja. Ich bin so scheiße gerade mit den Pfeilen. Guck mal, hier. Voll in den Hintern. Nice! Ey, hörst du wohl auf damit? Du kleiner, ungezogener Max, du. So, hier, guck mal da. Bumm, aufs Maul. Ah, da kommt gleich der Nächste an. Und auch der wird hier die Packung kassieren. Wie vom Lieferanten. So. Echt, ey. DHL-Time. Ah, da haben wir noch so einen kleinen Hafensänger. Hallöchen. Und du, bei dir wird es jetzt auch ausgesungen haben. Hä, du? Ich kann das auch. Guck mal hier. Bam. Und... Bäm, ihr alter Schwede hier, da. Oh, der tritt aber nach hier. Sparta-Time. Jo, kommst du auch noch her? Also, ich muss echt sagen, das läuft ja halt echt geschwind. Es ist auch irgendwie allgemein gerade so. Ich habe gerade echt wieder Bock aufzunehmen. Es macht gerade wieder wirklich Laune. Ihr glaubt das vielleicht nicht, aber ihr könnt das ruhig glauben, weil ich es ist irgendwie, ich komme so selten, da kam selten in letzter Zeit immer dazu aufzunehmen. Also so vor jetzt hier, so, keine Ahnung. Vor 3-4 Wochen. Hatte auch hier und da wirkliche Tiefs gehabt, wo ich einfach gerne aufnehmen wollte, aber einfach nicht mehr konnte. Weil irgendwie, wenn es einem richtig scheiße geht, dann ist es irgendwie auch Bullshit da aufzunehmen, weil ja, ich versuche ja irgendwie zu unterhalten oder jedenfalls irgendwie, ja, unterhalten zu klingen, auch wenn das ein bisschen, was ich an Unterhaltung bringe, quasi nichts ist, aber egal! Ah ja, cool, ein Zauberer. Zauber bringen mir zwar hier mit dem Spielstand nichts, aber ist ja auch mehr egal. Ist halt notwendig, wenn man theoretisch das, also die 100% haben will, dann sollte man halt, glaube ich, den holen. Obwohl, ich weiß nicht, ob man den sich nicht auch kaufen kann, aber ist ja auch egal. Ist ja auch immer gut, wenn man für Sachen keine Seelen ausgeben muss. So, jetzt haben wir hier noch zwei und an sich müsste man gar nicht alle erledigen. Man kann auch einfach ziemlich durchrennen, habe ich auch schon gemacht, aber ist ja erstmal egal. Haben wir hier das schon angefangen, hier den kleinen Mini-Amoklauf. Jetzt bringen wir den auch zu Ende. Ist es halt irgendwie, wir kriegen verfickt viel Schaden immer von Gegnern. Ich sollte vielleicht mal doch meine Rüstung nochmal überdenken oder so, keine Ahnung. So. Seht ihr das hier? Dieses Gemälde hier. Wenn wir es untersuchen, dann... Oh. Groß. Vielleicht sogar zu groß? Oh ja. Ich fand die Szene irgendwie immer lustig. So, willkommen in der gemalten Welt von Ariamis. Und... Ihr solltet euch immer gut überlegen, wann ihr diese Welt betreten wollt und ob ihr ein Leuchtfeuer benutzen wollt. Denn sobald ihr ein Leuchtfeuer benutzt habt, gibt es kein Zurück mehr von hier. Man kann maximal mit einem Heimkehrknochen zurückkehren, aber wie gesagt, erst, also nur solange man kein Leuchtfeuer benutzt hat. Also guckt, dass ihr ja auf einem halbwegs vernünftigen Level seid hierfür. Sonst kann man sich, glaube ich, so ein bisschen den Spielstand versauen. Oder man muss sich halt so lange grinden, bis man dann durchkommt, aber ja. Obwohl, hier gibt es ja die Phalanx-Gegner. Wo ist das verfickte Problem? Das sind doch die Grinding-Gegner Nummer 1, oder, Maisy? Zwinker, zwinker. So. Ja, wir haben uns da beide schon ziemlich hochgegrindet, meine Zeit lang. Ja, obwohl, er hat sich gar nicht so sehr an denen hochgegrindet, vielmehr an den vier Freunden. Aber die werde ich euch auch noch zeigen.
Jo, aber es wird dauern, bis jetzt erstmal die Phalanx-Gegner sehen werden. Das wird noch dauern. Und die vier Freunde, wie er sie immer nennt, die werden auch noch eine Weile dauern. Denn ich fand das von ihm zu geil, dieses Vier-Freunde-Ding. Wie gesagt, die werden noch ein Weilchen dauern, weil... Kann ich die nicht runterschießen? Nein. Ich weiß, man muss das da oben durchschneiden, aber ich dachte, vielleicht geht das auch irgendwie anders. Ich habe das jetzt noch nie mit dem Pfeil probiert. Aber ich probiere das jetzt nochmal aus. Wupp. Oh, fliegt der durch, der Pfeil? Irgendwie will das nicht so richtig. Ich finde das so schräg, dass der immer so daneben zielt. Egal, was ich sagen wollte und nicht lügen, ja, bis sie die vier Freunde sieht, das fand ich von ihnen zu geil. Bis sie aber die sieht, das dauert noch eine ganze Weile, denn ich heb die mir aus gutem Grund auf. Allgemein heb ich mir das ganze Gebiet, wo die vorkommen, aus gutem Grund noch auf, denn ich habe da was ganz Besonderes für dieses LP geplant und für mich ist da auch ein allererstes Mal. Mein erstes Mal. Jo, die will man am besten gar nicht berühren. Am besten will man die sich auch auf Abstand halten. Weil die können einen verfickt nochmal vergiften. Oh. Habe ich noch was, um mein Gift zu heilen? Ja, hier, da, guck. So, zack. Er brachte halt nichts, weil es Toxin ist. Lecker. Ich habe jetzt keinen Bock, zum Leuchtfeuer zurückzugehen. Wo bist du denn? Ihr da. Dich habe ich gebraucht. So, ham. Wie ich gerade eben schon erwähnt hatte, man will die sich auf Abstand halten. Diese kleinen Hafensänger. Zum einen machen die Brandschaden. Das ist arg nervig. Und zum anderen können die halt vergiften. Und die drücken einfach fick viel Schaden. Wieso haben die selber einen Fernangriff? Ist doch noch nicht stark genug, dass die hier einen vergiften können. Nee, die Gegner, die brauchen noch einen Fernangriff. Ich weiß, ich reg mich viel zu viel auf in dem Spiel, aber ist mir egal. Bah! So. Hey, so jetzt wieder zur Ruhe gekommen und ja. Ich will ja eigentlich so gut wie alles untersuchen, weil ich habe eigentlich nie Bock, öfters in diese Welt als einmal reinzugehen. Also ich will, wenn ich dann meistens dann hier bin, in so einem Playthrough auch so ziemlich alles erledigen, was erledigt werden muss. Und es gibt auch normalerweise eigentlich keine wirklich zweiten Grund, warum man hierher kommen sollte. Also an sich, ja, kann man eigentlich alles in einem Rush erledigen. Wobei, den Bosskampf ist die Frage, ob man den theoretisch im ersten Zug erledigen will. Das sollte man halt je nach Equipment und je nach Seelenstärke sich überlegen. Nicht unbedingt, weil, ich frage mich immer, wie man in die Tür gekommen ist. Ah, egal. Nicht unbedingt wegen, weil sie so stark ist, sondern einfach nur, weil man eventuell ihre Waffe haben will und das nicht ganz so einfach ist, ohne jetzt hier groß zu spoilern. Aber ja. So, und jetzt werden wir hier mächtig gefistet gleich, denn da sind zwei Gegner, die nutzen verfickt nochmal ihre Position ganz schön aus. Nämlich schon wieder diese kleinen Hurenböcke. Oh yes. Das war verfickt gut. So, darauf erstmal einen Schluck nehmen. Und erstmal eins, zwei. Und oh. Tschüss. Genau so muss man die erledigen. Genau so. Das ist eine gute Taktik. Das ist eine richtig gute Taktik. Die muss ich mal unbedingt... Wieso bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Ach ja, weil ich früher ohne Bogen gespielt hatte. Weil ich dann noch so einen Funken wie Ehre hatte und der ist komplett weg und ich will einfach nur dieses Spiel totfisten. Tschüss. So. Wisst ihr, wenn die mit solchen behinderten Moves ankommen, da kann man einfach nur das Spiel zurechtweisen und sagen, so nicht, Freundchen, so nicht. Ich bin ja gerne tolerant und gehe auch so. Warum auch immer das mit Pfeilen nicht gehen darf, ist gemein. Würde es mir einfacher machen. So, hier, komm, tänzel ruhig um den Tisch herum. Du kannst deinem Schicksal nicht ausweichen. Es nur verzögern. Tschüss.
Gut, dass ich mir vorher nochmal Pfeile gekauft habe, so 125. Ich habe so gut wie alle meine Seelen ausgegeben. Für den Fall der Fälle, dass ich die verlieren sollte, aus irgendeinem Grund. So, du stirbst mal auch hier. Und hier, komm mal, Sparta-Kick und weg. Ja, also es hat schon gute Gründe gehabt, warum ich mir extra Pfeile gekauft habe, weil man kann an sich nie genug Pfeile haben. Ich sollte meinen Bogen irgendwann mal aufwerten. Irgendwann mal. Konnte ich das mit dem Sprung machen? Oh, es ist schon so lange her, das alles. Oh je, oje, 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 oje. Also wirklich, also es ist wirklich lange her, dass ich das letzte Mal hier war. Ich glaube, ach. Ganz ehrlich, ist mir egal. Wenn es irgendwas Wichtiges sein sollte, dann kann ich das nachträglich immer noch holen. So wie ich es mit dem Graswappenschild auch gemacht habe und dem goldenen Schlangenring. Also, keep cool, Leute, keep cool. So, du bist auf der ganz anderen Seite. Geil. Oh, ich liebe es, wenn ich in die verkehrte Richtung laufe. Das ist jetzt vielleicht fast noch in den Abgrund reingelaufen. Aber nee, da wäre eine Treppe gewesen. Alles cool, alles cool, alles cool. Beruhigt euch doch, Leute. Nicht so hysterisch. Ich glaube, ich kann auch gleich schon meinen Part beenden. Meine ich. Denke ich. Sollte ich. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck. Oh, ich habe mich ganz vergessen. Die haben ein quasi Insta-Kill-Move und das macht sie böse. Also, sie können nicht fliegen. Obwohl sie Flügel haben. Ah, der überlebt das auch noch. Ich glaub's ja wohl nicht. Das ist ja wohl hier die Höhe. Und wir sind verfickt hoch dafür, also ja. Ah, er hat's doch nicht überlebt. Gut. Wer ist aber hier auch auf die Barrikaden gegangen, wenn der es überlebt hat? Ist da noch einer? Oh, toll, der ist doch einer von diesen scheiß Vögeln. Wisst ihr, bei Dark Souls 2 mag ich den einen ja, aber nur weil der freundlich ist. Nein, das gespeuert, dass es bei Dark Souls 2 einen dieser freundlichen Vögelviecher gibt. Wow. Ja, hab ich gespoilert. So, hat richtig viel Story weggenommen. Braucht er jetzt gar nicht mehr spielen. Jetzt hat sie es dann erledigt. Okay, alles cool. Ich dachte schon von wegen, ich hätte mich jetzt selber getötet damit. Oder müsste den Heimkehrknochen benutzen. Aber nee, ist alles in Ordnung. Ich bin auch verfickt froh, dass ich das Leuchtfeuer aufgewertet hatte. Deswegen wollte ich Pinwheel vorher gemacht haben. Pinwheel ist so einer, den will man am liebsten so früh, wie es halt technisch möglich ist, erledigen. Das Gute ist halt echt, man kann mit dem Schwert die so ein bisschen, locken quasi in die Kombo. Das ist ganz gut eigentlich, aber, ja. So, im nächsten Part seht ihr dann hier den Kampf gegen ihn hier, den untoten Drachen. Grüße von eurem Zero.